Das Regio TV Plus jetzt für euch hier in der Eremitage und bei mir ist der Ingmar. Ingmar, du hast mir angerufen und gesagt, Danny, ich habe eine sensationelle Kursreihe, die sich nicht nur an Studenten richtet, nicht nur an der Universität gemacht wird. Was bietest du für Kurs an und warum sind wir hier? Also ich bin Archäolog vom Beruf mit Schwerpunkt Steinzeit und ich habe gemerkt, einfach, dass Steinzeit sehr grosses Interesse findet bei den Leuten und der Bevölkerung. Und mein Anliegen bei diesen Kursen ist es eben, die Steinzeit Zeit zu vermitteln. Ist ein praktischer Zeithorizont ungefähr zwischen 2,5 Millionen vor Christus bis ungefähr so 2200 vor Christus. Also wirklich immens lange Zeitspanne. Das Ganze wird natürlich sehr, sehr komprimiert. Aber mir geht es bei diesen Kursen eben alle Leute, die sich für das interessieren, die jetzt keinen Zugang zum Studium haben oder so, das bei einem Großteil teilnehmen können und sich über das Thema praktisch weiterbilden können. Wie sieht denn so ein Kurs aus? Was macht ihr denn? Hockt man da wirklich am Lehrstuhl und du dozierst? Oder geht das auch noch weiter? Also ich bin ja nicht der einzige Kursteilnehmer. Ich stehe das meiste von dem Kurs ab. Aber es geht wirklich darum, ich tue natürlich mit PowerPoint-Präsentation eine Lehranschaltung abhalten. Ich bringe aber auch Objekte mit, sei es Original oder auch abgerüsteten Teil, wo die Leute nachher in die Hand nehmen können. Also das Begreifen sozusagen. Und die Leute haben natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und das Schöne war es natürlich auch, dass da eine Diskussion stattfindet. Und es gibt auch eine Tagesexkursion, unter anderem in der Eremitage nach Allesheim, wo eine bedeutende Fundstelle ist, um gewisse Fundstellen in der Region wirklich zu erleben und sehen können, wo unsere Menschen von der Vorzeit eben gelebt haben. Gut, jetzt wage ich natürlich etwas ohne, dass wir gerade den ganzen Vortrag durchgehen. Ja. Aber wenn ich schon die Chance habe, mit einem Archäologen hier zu sein, gibt es ein oder zwei Artefakte, die du kannst beschreiben von hier? Also einerseits, was wir hier wirklich sehr wichtig haben, wir gerade eher mit der Halbhöhle, wo wir gerade davor stehen, hat man einerseits Reste gefunden, die so 15'000 Jahre alt sind, sind verschiedene Steinwerkzeuge. Dann leider können nur Abbildungen zur Verfügung gehalten, die ich zeigen kann den Leuten. Aber man hat auch, zum Beispiel, was sehr, sehr wichtig ist, aus einer anderen Schicht, hat man mal die Kröll gefunden, die wirklich international wichtig sind. Das hat die Funde auch wirklich über die Landesgrenze aus bekannt gemacht. Und dann hat man aus der Jungsteinzeit zum Beispiel eine Bestattung, die bis jetzt die älteste Bestattung aus der Jungsteinzeit in der Schweiz ist. Und leider als Objekt kann ich da jetzt keine Sachen zeigen, die da gefunden worden sind. Aber auf jeden Fall Abbildungen könnte ich natürlich zeigen. Gut, jetzt ist das eine von den Exkursionen, die du machst. Es geht aber noch weiter. Du hast noch eine andere berühmte Fundstelle. Also gut, es ist eine ganze Tagesexkursion. Da werden wir eben in die Eremitage gehen, aber ins Kalbrunnental, wo es drei Höhlen hat, die sehr, sehr wichtig auch sind. Und unter anderem ins Museum Laufental, wo eben wichtige Funde eben auch aus dem Kalbrunnental vor Ort in die Vitrine sehen werden und auch erläutern wird. Bleiben wir bei diesem Thema Fünf. Du hast ein paar Artefakte auch mitgebracht. Erzähl doch etwas. Du hast einen Stein, den du auch selber gefunden hast. Ja. Das ist ein Oberflächenfund. Genau, ja. Also ich sehe mich seit der Archäologie, seit ich 10 Jahre alt bin. Und in Bettigen, Kanton Basel-Stadt, wo ich wohnhaft bin, läuft es seit ich 10 Jahren bin, eben über die Felder unter anderem und findet eben Sachen aus der Steinzeit. Und unter diesen Fünf ist eben 1998 der Fuschkeil von Bettigen, wo dort mal der 5. Fuschkeilfund von der Schweiz war. Und da habe ich auch hier als Abguss dabei, aber auch noch Originalfuschkeil aus Frankreich, ungefähr so alt von 200'000 Jahren alt hat. Und dann also andere Abgüsse, ebenso von genannten Gleitkunstobjekten, ebenso von Menschendarstellungen und Tierdarstellungen. Und ein Rentiergeweih, das ich vor ein paar Jahren in Schweden gefunden habe, weil Rentiergeweih war dort mal ein sehr wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Gerät. Tipptopp, also eine ganz tolle Vortragsreihe, die hier auf euch zukommt, wo man auch anlängen und erleben kann. Wann meldet man sich? Wann geht das los? Wo? Also am besten geht man auf meine Homepage. Der Link wird ja nachher eingeblendet werden. Da findet man weitere Informationen über mich einerseits und auch über den Kurs, also genau das Kursprogramm. Und der Kurs selber findet ab dem 6. November zu Basel statt, bis am 18.12. jeden Montag. Eben vom 6:30 Uhr oben bis um 9:30 Uhr oben. Und eben jeden Montag. Und dann gibt es eben die Sonntagssektion am 17.12. und dann noch weitere Exkursion am Donnerstag um oben. Aber weitere Informationen findet ihr auf der Homepage, auch mit den Kurskosten, Kontakt, alles meine E-Mail-Adresse und Anmeldeschluss werden eben der 4. November 2017. Also mit dem Gas geben, ein ganz toller Kurs für euch.